ja, guten Morgen oder was man auch immer sagen kann. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Wir sind wieder zurück in Osnabrück und den Herrn kennt ihr aus dem Chat. Das ist der liebe Joska. Hallo, einen wunderflauschigen guten Morgen, Mittag, wie auch immer. Wir waren gestern zu müde, um noch was großartig aufzunehmen. Sind irgendwann so gegen 10:30 Uhr hier bei mir in der Wohnung aufgeschlagen und haben uns dann erstmal direkt wieder pennen gelegt. Deswegen quasi das Ende vom Moderatorentreffen zum Anfang. Ja, war ganz cool. Der Freitag war ein bisschen verplant. Keiner wusste genau, was er machen sollte. Also ein bisschen durch die Gegend latschen, Eis essen. Und dann haben wir noch was gegessen. Samstag war die Dampfermesse. Da will ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Was ich sagen kann, es war voll. Es war richtig was los. Vielleicht magst du ja als Nicht-Dampfer da auch noch was zu sagen, wie dir das vorgekommen ist. Sehr vernebelt. Also ich hätte nicht gedacht, dass da wirklich so viel los ist. Klar, ich wusste, es gibt ein paar mehr Dampfer, die da hingehen, aber es war wirklich brechend voll, hätte ich nicht gedacht. So als Nicht-Dampfer muss man nicht unbedingt da hingehen, war aber ganz nett, das Ganze mal mitgenommen zu haben. Ja, ich habe viele Leute getroffen, die ich sehen wollte. Das war ganz schön, aber für mich kann ich sagen, das Fazit, das wird meine letzte Messe gewesen sein. Es sei denn, ich lasse mich überreden, aber ich habe mich ja aus dem kompletten Bereich zurückgezogen und ja, ich weiß immer mehr warum. Also jetzt nichts Negatives, sondern einfach nur, dass das Interesse weg ist. Ich bin mehr oder weniger lieblos durch die Gänge geschlendert, habe mir die Geräte angeguckt und habe mir gedacht, ja, nee. Existiert halt so in der Form. So ungefähr, ja. Abends nochmal ein bisschen essen gegangen, schön beieinander gehockt. Und gestern war dann quasi noch das Highlight, auch wenn da alles drunter und drüber ging. Beziehungsweise eine Sache habe ich noch vergessen. Nick, ich bin noch müde. Danke auf jeden Fall und sorry natürlich auch an deine Freunde. Ich habe die Namen vergessen. Ich glaube, da war noch ein Yannick dabei. Ihr habt mich ein bisschen überrumpelt. Also ganz ehrlich, ich hätte damit nicht gerechnet, angesprochen zu werden. Ich habe mich tierisch gefreut, auch wenn ich vielleicht nicht so gewirkt habe. Deswegen da nochmal an der Stelle eine große Entschuldigung. Ich wusste halt einfach nicht, wie ich reagieren sollte. Tipp dazu, der Spike hat so ein niedliches Triggerwort. Das Wörtchen Fan reagiert ja ganz seltsam. Ja, also ich war komplett überrumpelt und wusste in dem Moment nicht, ich dachte nur so, hä, was, wo, wie, was mache ich hier, wie, was, wo? Also deswegen, nimmst du nicht übel, falls ich ein bisschen unfreundlich oder desinteressiert gewirkt haben sollte. War natürlich nicht so, nur ich bin solche Situationen einfach nicht gewöhnt. Was jetzt nicht heißen soll, dass ihr mich jetzt nicht ansprechen sollt oder sonst irgendwas, ne? Hat mich wirklich gefreut, auch mal ein Gesicht dazu zu sehen. Und vielleicht reagiere ich ja beim nächsten Mal lockerer, wenn ich ein bisschen mehr an sowas gewöhnt bin. War auf jeden Fall schön. War auf jeden Fall schön. Ja, nach der Messe zurück essen, wie gesagt. Und dann war der Tag auch vorbei. Gestern Highlight und deswegen nehmen wir auch quasi den Abschluss jetzt zum Anfang. Denn wir waren in der Zoom-Erlebniswelt. Und da muss ich sagen, das war echt geil. Das war echt gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Ist auch nochmal ein, ist halt so ein Zoo, wie man es kennt. Aber ein ganzes Stück größer, als ich dachte. Ist auch so in drei Areale abgeteilt und wir sind überall durchgeschlendert, haben ein paar Fotos gemacht. Auch ein paar Fotos vom kompletten Team mit Markus zusammen. Ja, war ganz nett. Ich habe ein Waschbärfoto. Ich liebe Waschbären. Die waren auch. Ich habe noch vergessen, die Erdmännchen zu fotografieren. Die Erdmännchen habe ich auch nicht fotografiert. Hat bestimmt irgendeiner. Ja. Ja, und warum das Ganze jetzt quasi das Abschlussvideo am Anfang ist, ich hatte ja im ersten Vlog, nee, im zweiten Vlog, in diesem Nachtvlog gesagt, und sorry für meine Stimme, das klingt nur nach Sandpapier, dass die Aufnahmen weg sind. Ich habe aber in der Zeit noch ein bisschen was gedreht, zumindest vom gestrigen Tag, und da wird dann im Anschluss hier dran, direkt in diesem Video auch, dann nochmal Fotos geben, ein paar Videoausschnitte, beziehungsweise ich glaube, es sind nur zwei. Ja, dass ihr so mal einen Einblick habt auch, was wir mit unter im Privaten für einen Schwachsinn reden. Wie verwuselt und verplant eigentlich alle sind im Positiven natürlich. Ja. Oh Mann, wir werden unsere komplette Autorität verlieren. Egal. Das ist es wert. Respektiert meine Autorität. Ja, den lieben Chris muss ich nachher noch zum Bahnhof bringen, weil der muss ja noch mal ein Stück weiter. Und ich werde mich dann ransetzen und schneiden. Ich weiß nicht, ob das Video heute am Montag noch online gehen wird. Je nachdem,
wie gut ich vorankomme und wie viele Bilder schon eingetrudelt sind. Da muss ich gleich erstmal gucken. Auf jeden Fall, alles in allem, das Wochenende hat sich auf jeden Fall tierisch gelohnt. Ich hätte mich geärgert, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also es war doch sehr, sehr geil. Auch endlich mal den euren Matze persönlich kennenzulernen, den lieben Beatnex und den Lumborak. Das ist ein verplanter Kerl, aber ich mag ihn gerade Der Timo, oh deswegen. Mann. Ja, war schön. Ich bin aber total kaputt. Man hört es auch an der Stimme. Ich fühle mich jetzt so, als hätte ich 3 Tage in eins nicht geschlafen. Hotelzimmer hatte ich ja auch schon im letzten Vlog gesagt, war besser als gedacht. Also, wenn man da außen vor steht, dann denkt man erstmal, in was für einer Gegend von Gelsenkirchen bin ich denn da gelandet. Aber doch so im Anschluss war das ganz super. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt einen Cut und friemel gleich die Sachen rein, die ich aufgenommen habe. Vielleicht tauchen dann gleich schon auch die ersten Fotos auf. Und dann kann ich da so eine schöne kleine Collage mit Musik unterlegt für euch fertig machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Also dann, ich bin raus. An Bord der MS Moped. Bitte stellen Sie Ihren Sitz in einer aufrechten Position und legen Sie die Sicherheitsgurte an. Ja, da sehen Sie einen Affen. Schiffsführer oder? Wenn Sie jetzt nach vorne schauen, sehen Sie einen Affen. Wenn Sie noch weiterfahren und weiter gucken, sehen Sie noch ein paar. Sehen Sie zwei Affen? Ja, ne? Aus dem Zoo. Mal hier drehen. So. Eine Schifffahrt ist lustig. Also hier heute Morgen ist noch seine Mütze, habe ich gehört. Stehen. Ja. Aus diesem Gehege? Nee, das sind nur die Guten, die er bezahlen muss. Die machen das nicht für umsonst. Also kein. Die sind zu voll. Ey, Marc, du musst mal vorgucken. Hinter, Mensch. Vor ist es ja, das ist ja scheiße. Ich sehe den nicht. Marc, wo bist du? Welche? Jetzt. Oh Mann. Ja, das sollte. Du, wenn du nicht, dann setz die Kapuze auf oder so. Nö, passt. Jetzt doch. Mach. Oh. Egal. Du kannst ja einfach so ein Smiley-Gesicht über den Chris machen. Ja, gut, das könnte ich mir noch machen. Hallo, Äffchen. Wo ist denn der Knopf da? Jassi, das ist wie bei Minecraft. Jassi, gehst du mal bitte den Zaun einfassen hier? Guck mal, Schmetterling. Schmetterling. Ja, laust so. Euch mal. Verlaus mich doch, der Affe! Das Bootfahren ist doch auch nicht. Aber bei der Version funktioniert es ja schon. Nein. Oh Mann, ging nochmal dagegen. Nee, falsch, falsch, falsch. Das ist schmerzhaft. Sind ja verlauste Affen. Pavian City, sehr gut. Wo ist euer Anführer? Das ist hier im Boot. Herr Moppetgott. Guck mal, wie die kuscheln. Die machen Sex, weil die kuscheln nicht. Aber die bewegen sich doch gar nicht. Weil wir gerade gucken. Ach so, das ist wie Brett. Ja, die machen jetzt ein Nachspiel. Die müssen Antrieb noch mit drauf, glaube ich. Das geht nicht. Ja, wir machen nachher noch mal ein Gruppenfoto. Der macht einen Waschbären auf Twitter posten und irgendwie mit dir erst damit taggen. Ach, dort kommt der nächste Mini. Das will der nicht. Oh, das ist das. Hallo. Oh.